Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist der 31.10.2024 und damit ist Halloween und somit der offizielle Tag meiner allerersten Halloween-Party. Ich bin total aufgeregt, aber ich freue mich auch mega drauf. Wir haben heute Morgen damit verbracht, erstmal hier komplett Klarschiff zu machen, alles aufzuräumen, zu saugen, Staub zu wischen etc. pp. Was alles so dazugehört und der Part ist geschafft und jetzt, wo alles sauber ist, kommt es gleich zum besten Part und zwar wird dekoriert. Und der Vlog diese Woche dreht sich komplett nur um diese Halloween-Party. Das heißt, wir haben die Parts Dekoration, Essen und Trinken und Kostüm. Und Kostüm war gestern echt noch so ein richtiges Drama, denn ich hatte mir einen schwarzen Tüllrock bestellt und der hätte eigentlich am Mittwochabend ankommen sollen. Aber er kam nicht und um Punkt 20 Uhr, was der angesagte Liefertermin war, sprang die Sendungsverfolgung um auf, kommt am 4. November und ich dachte, ich drehe durch. Ich meine, ich hätte noch einen normalen schwarzen Rock gehabt, aber ich wollte schon eigentlich das Kostüm so haben, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann hatte ich gesehen, dass ich noch einen Rock bei Amazon bestellen kann, der tatsächlich am Folgetag ankommt. Und da stand dann bis 22 Uhr, was ja dann irgendwie mitten in der Party gewesen wäre. Aber er kam gerade an, also noch so richtig am frühen Nachmittag und ich bin überglücklich. Und genau, das Kostüm und das Schminken, da bin ich gerade auch schon so ein bisschen nervös vor, weil, keine Ahnung, ich habe gestern einmal so Probe geschminkt und das war ganz in Ordnung. Aber gleich muss einfach alles sitzen, da ist nicht mehr so viel Zeit für irgendwelche Fehlerchen und so. Aber Stück für Stück, eine Aufgabe nach der anderen, wir dekorieren jetzt erstmal und dann nehme ich euch natürlich mit. So, Step 1 sind jetzt erstmal hier diese 20 Fledermäuse. Die packe ich jetzt mal aus und gucke sie mir an. Und dann sollen die hier an die Wand und vielleicht so ein bisschen in die Fenster. Ich nutze hier Uhu Putterfix. Da habe ich bisher mit eigentlich recht guter Erfahrung gemacht. Ich habe das trotzdem mal an der unauffälligen Stelle erstmal ausprobiert für ein paar Tage, um zu schauen, ob ein Fettrückstand zurückbleibt. Hat es aber nicht gemacht. Deswegen, ja, ist das jetzt freigegeben für diese Wohnung offiziell. Noch diese Spinne hier, die muss man aber noch so ein bisschen zurechtbiegen. Und ich dachte mir, weil hier so die Beinchen hier so runterhängen, wäre es eigentlich ganz cool, die direkt so in den Eingang zu hängen. Das heißt, die kommt jetzt gleich in den Lampe auf Flur. Aber erstmal muss ich die hier so ein bisschen, die war sehr kompakt, wirklich sehr kompakt zusammengepackt. Das heißt, sie muss jetzt erstmal hier sich so ein bisschen frei entfalten dürfen. Da hängt die Süße jetzt nun. Das heißt, wenn man reinkommt, dann läuft man erstmal direkt ihr in 8 Arme sozusagen. Sie freut sich auf euch. Ich finde sie super süß, aber sie hat ein bisschen gefusselt. Wir mussten jetzt nochmal hinterher saugen, aber es sei ihr verziehen. Von einer Freundin habe ich hier noch diese Geistergirlande bekommen und die werden wir jetzt hier aufhängen. Also wir machen hier einen kleinen Nagel rein und da einen kleinen Nagel rein und dann wird die hier so durchhängen. Das ist nämlich der Eingang zum Hauptschauplatz, also zum Wohnzimmer. Centerpiece sozusagen. Das ist der Where's My Hocket, Bro. Der kommt natürlich hier in die Mitte, weil das wäre sonst ein bisschen zu schade, wenn man den Rest des Abends nicht mehr sieht. Wobei wir jetzt lange überlegt hatten, ob wir den in die Toilette hängen, in die Dusche hängen oder direkt in den Eingang hängen oder vielleicht sogar draußen an die Tür. Aber wie gesagt, es wäre so ein bisschen schade, wenn man den dann quasi nur einmal sieht oder so ein, zwei, dreimal am Abend und dann halt nicht mehr.
Deswegen kriegt er jetzt hier die Aufmerksamkeit, die er verdient hat und wird direkt an die mittlere Lampe gehangen. So, fertig. Sind wir nicht wunderschön? So, wir haben jetzt hier angefangen, so einen Spinnenwebenstoff aufzubringen. Also erstmal haben wir hier unten diese Lichterkette aufgehangen. Die kommt jetzt natürlich beim Tageslicht noch nicht so richtig zur Geltung, aber die ist eigentlich ganz süß. Aber jetzt müssen wir noch dieses Spinnenweben so ein bisschen zurecht frickeln. Also das gehört eigentlich auch noch theoretisch alles dazu. Das haben wir jetzt aber abgeschnitten, weil so viel brauchen wir gar nicht. Wenn man da halt so richtig lange dran zieht und das verarbeitet, dann fängt das halt an, wirklich so diese Weben zu ziehen. Aber ja, ist ein bisschen... Das ist ein schmaler Grat zwischen zerreißen und zerformen und aber wirklich so diesen Effekt hinzubekommen, den man eigentlich möchte. Aber ja, da werden dann später hier so ein bisschen buffetmäßig Süßigkeiten stehen und Chips und sowas. Und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz guter Ort. Das Vorspiel auf dem Klavier wollte ich heute sowieso niemanden was. Und dann kommt man auch gar nicht erst auf falsche Ideen hier rumzuklimpern. Gott, es dauert so lange, um das vernünftig aussehen zu lassen. Man zieht und man zieht und man zerrt und oh, es dauert einfach eine Ewigkeit da hinten. Aber mein Partner aktiv, ich finde, das sieht schon viel, viel besser aus als bei mir. Aber irgendwie, ich zupfe uns her und es wird einfach nicht besser. Beim Essen und Trinken war eigentlich klar, dass wir auf jeden Fall was Warmes anbieten, aber eben auch viele Snacks. Und bei den Snacks hat es besonders Spaß gemacht, ein bisschen die Augen offen zu halten und zu schauen, was denn eigentlich so momentan angeboten wird, was thematisch halt passt. Und wie ihr seht, ist da so eine kleine Sammlung zusammengekommen. Es gab wirklich so ein paar saisonale Süßigkeiten sozusagen, aber auch ein paar Klassiker wie die Frösche, die halt eigentlich auch ganz gut zum Thema Halloween gepasst haben. Und ich habe passenderweise so eine Snackbox mit so einzelnen Abteilungen gehabt und dann dachte ich mir, das ist ja eigentlich voll super. Dann fülle ich das doch alles da rein und ich kann euch sagen, es war so satisfying, das da reinzufüllen. Mir ist zwar auch mal wieder aufgefallen, wie klein mittlerweile die Haribo-Tüten geworden sind. Also die haben ja ordentlich die Grammzahl reduziert und dass tatsächlich einfach so eine Packung schon komplett so eine Abteilung sozusagen von dieser Dose ausfüllt. Aber naja, es ist wie es ist. Auf jeden Fall habe ich dann mich bemüht, hier alles irgendwie reinzufüllen. Ihr seht schon hier diese kleinen Vampirzähnchen und sowas. Also manche Süßigkeiten sehen auch wirklich schaurig eklig aus. Bei anderen musste ich einfach hier ein bisschen schauen, dass es vielleicht farblich passt, wie jetzt bei diesen Apfelringen. Und außerdem hatte ich irgendwie, ehrlich gesagt, auch einfach Bock auf die und ich wollte die selber ausprobieren. Ja, und so habe ich mich dann wirklich so von Abteilung zu Abteilung durchgearbeitet, was für die Lakritzliebhaber war auch dabei mit diesen kleinen Spinnen und so weiter. Und überhaupt habe ich mal versucht, dass es auf jeden Fall auch
eine vegane Alternative gibt oder vegetarische Alternative gibt für die, die halt wirklich auf Gelatine verzichten müssen. Und zum Glück ist das Angebot ja mittlerweile eigentlich recht groß und so ist dann irgendwie jeder auf seine Kosten gekommen. Jetzt zum Beispiel hier diese Cola-Spinnenbeinchen von Hitchler, die sind halt, soweit ich weiß, vegan und dann, keine Ahnung, konnte wirklich jeder was für sich gewinnen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht einfach nur göttlich aus, wenn es fertig ist. Ich finde es so appetitlich und so schön und ach, schaut euch das nochmal an, wie das hier alles in der Dose glänzt und strahlt. Da kann man noch gar nicht Nein zu sagen, würde ich sagen. Aber auch für, ja, die Liebhaber von salzig wollte ich was besorgen. Und auch hier kurz vor Halloween gibt es wirklich nochmal tolle Angebote und außergewöhnliche, ja, weiß ich auch nicht, Sorten. Deswegen schaut euch da mal im Supermarkt um. Da wird man auf jeden Fall fündig. Und genauso hatten wir dann süß und salzig schon mal versorgt. Und dann kommen wir auch schon zum Getränk des Abends sozusagen. Dafür habe ich Honig mit roter Lebensmittelfarbe angemischt und wir brauchen einen Wodka. Nehmt da einfach den, den ihr mögt, also das Getränk eurer Wahl. Dann haben wir noch Schweppes besorgt und zwar Schweppes Wildberry. Das brauchen wir gleich nämlich zum Mixen für dieses Getränk. Und als letzte Zutat habe ich noch so einen Kirschsirup geholt. Der hilft nochmal gut beim Einfärben und ich mag auch einfach den Geschmack von Kirsch. Und das Erste, was ihr macht, ist dieses Glas einmal in diese Lebensmittelfarbe zu dippen. Ich gebe euch hier jetzt schon mal direkt einen Tipp, macht da nicht zu viel. Das wird nämlich gleich das Glas runterlaufen und der Effekt ist wirklich toll und es sieht mega gut aus. Aber ich glaube, am Ende hatte jeder von uns klebrige Finger, weil der Honig, der läuft oder dieser Sirup, der läuft halt einfach wirklich ohne Ende runter. Und ja, also besser ein bisschen weniger, dass der Rand zwar rot eingefärbt ist, aber dass dieser Runterdip-Effekt nicht ganz so groß ist. Danach stellt ihr euch was zum Messen bereit, entweder einen Shot oder was auch immer. Ich habe immer angefangen mit einem Glas Wodka. Je nachdem, wie die Leute draus sind oder wie viel Alkohol sie gerne hätten, kann man das jetzt natürlich variieren. Ich hatte das mittags ausprobiert, ich wollte mich nicht betrinken so früh am Tag, deswegen ist es jetzt nur ein Shot Wodka geworden. Danach habe ich das Glas einfach wirklich komplett nach Gefühl mit Schweppes aufgefüllt. Einfach so, dass wirklich ein schönes, volles Glas entsteht. Und danach kam dann noch ein Shot von diesem Sirup dazu. Der macht nämlich jetzt wirklich farblich einen richtig tollen Effekt. Das sieht man jetzt. Und zwar, zack, sieht das einfach fantastisch aus. Natürlich super blutig, Halloween entsprechend. Und dann kommen die Eiswürfel rein. Die hatte ich euch ja schon mal gezeigt. Das waren einfach runde Eiswürfel, wo ich eine Blaubeere mit ins Wasser getan habe beim Einfrieren. Und dadurch entsteht so dieser Augapfeleffekt. Und ach, ich weiß auch nicht. Also ich finde, das Getränk sieht so cool aus in diesen Aufnahmen und auch irgendwie mit dem Sonnenlicht und so, da kommt das so richtig zur Geltung. Ich glaube, abends kam das gar nicht so rüber, wie cool es eigentlich tagsüber aussah, wirklich im hellen Licht. Aber es hat mega geschmeckt, kann ich total empfehlen. Kommen wir jetzt also zu meinem Kostüm. Ihr hattet das ja vielleicht im letzten Vlog gesehen. Ich wollte als so dunkler Clown gehen, als Dark Clown und hatte mir da Inspiration bei Pinterest rausgesucht und ja, die Basis von allem ist trotzdem erstmal eine gründliche Foundation, die hoffentlich den ganzen Abend hält. Also ich habe flüssiges Make-up benutzt und dann nochmal so ein paar Stellen mit Concealer nachbearbeitet und versucht das Ganze gut in die Haut einzuarbeiten, damit eben, wie gesagt, das alles so eine komplette Party übersteht und genau, Lippenpflege gehört natürlich auch dazu. Jetzt gerade im Winter ist sowieso alles ziemlich trocken und ich wollte auch Lippenstift und alles Mögliche benutzen und das sollte auch eine gute Base haben. Das Ganze habe ich dann nochmal abgepudert und damit so ein bisschen gesettet und dann habe ich mich ran an die Augenbrauen gemacht. Da ich ja wusste, dass es ein bisschen dunkler sein wird an diesem Abend, habe ich das alles auch ein bisschen kräftiger als sonst gemacht, also ordentlich hochgebürstet die Brauen und dann halt ein bisschen stärker als sonst vielleicht nachgezeichnet und das Ganze dann auch nochmal mit so einem eingefärbten Gel gesettet, damit es halt eben alles schön da bleibt, wo ich es hingekämmt habe und oben bleibt. Und ja, dann kommen wir mal wieder zu meinem Hack, der glaube ich jetzt auch kein Geheimnis mehr ist, aber ich klebe mir halt immer hier so Washi-Tape an die Augen, damit ich einen einigermaßen ordentlichen Eyeliner ziehen kann. Das gelingt mir mal mehr und mal weniger gut und gerade natürlich an solchen Abenden, wo man nicht so viele Versuche hat, weil die Zeit knapp ist und eigentlich am besten alles sitzen soll, gelingt es dann meistens auch direkt am wenigsten. Ich habe es trotzdem versucht und auf der einen Seite ist es mir ein bisschen besser gelungen als auf der anderen Seite. Da habe ich dann nochmal separat so ein bisschen versucht, das nachzuzeichnen. Und dann bin ich mit einem dunklen Lidschatten an den unteren Wimpernkranz gegangen und habe halt quasi unten
ja, einfach auch das Auge so ein bisschen eingeschwärzt und mit dem oberen Lidstrich verbunden. Und dann wollte ich mir so, ja, Art dunkle Tränen beziehungsweise einfach so ein Clowns-Make-up ziehen. Hier muss man ein bisschen aufpassen, dass man wirklich so die optische Mitte des Auges trifft. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ansonsten wird dieser Strich halt schief. Deshalb habe ich mir erstmal so einen Punkt gesetzt, um einfach was zur Orientierung zu haben. Und dann habe ich mit einem flüssigen Eyeliner eben halt hier diese Striche runtergezogen. Also was man auch einfach so von Clowns-Make-up so ein bisschen kennt. Also es ist ein bisschen abstrakter als das, aber naja, ne, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Und dann ging es an den Mund. Auch da habe ich mir erstmal wieder so zwei Orientierungspunkte gesetzt, damit ich wusste, wo ich meine Linien hinziehen möchte. Das sieht jetzt noch ein bisschen komisch aus, aber ich habe auf jeden Fall halt so die Linien, die über den Mund hinausgehen, mit dem flüssigen Eyeliner gemacht und dann das Ganze mit einem schwarzen Lidschatten so ein bisschen halt verbunden und auf die Lippen gezogen. Das habe ich mit dem Lidschatten gemacht, damit es mir eben nicht so auf die Zähne abfärbt. Und hier kommt dann noch so ein roter Lippenstift dazu, der das Ganze so ein bisschen miteinander verbindet und abrunden soll. Man muss immer sehr viel Vertrauen in den Prozess haben, finde ich, bei solchen Make-ups. Das sieht immer erstmal ein bisschen komisch aus, aber am Ende fügt es sich dann zusammen. Ich habe dann mit einem Highlighter so ein paar Highlights gesetzt. Wer hätte das gedacht? Und hier so im Augenwinkel nochmal so ein paar Glitzerelemente reingemacht und dann ein stummes Gebet in den Himmel geschickt, denn ich wollte mich mit künstlichen Wimpern beschäftigen. Und das habe ich, glaube ich, erst ein einziges Mal in meinem Leben gemacht. Und das war Karneval und das ist schon sehr, sehr viele Jahre her. Und ja, ich habe mir vorher extra noch ein Video angeguckt und versucht und es ist, glaube ich, einigermaßen gelungen. Ich glaube, ich hätte sie ein bisschen kürzen sollen, damit man in der, also im inneren Augenwinkel das Bändchen nicht so sieht. Aber da ich ja wusste, dass es dunkel wird, war mir das jetzt alles nicht so wichtig. Es ist ja immer noch so ein Horror-Make-up und jetzt nicht irgendwie eine Hochzeit oder sowas. Und genau, danach waren die Haare dran. Da wusste ich eigentlich schon recht früh, dass ich halt hier diese Pigtails machen möchte. Und zum Glück sind meine Haare auch lang genug dafür. Und ich finde, jetzt fügt es sich auch zusammen. Und das ist halt so dieser fertige Look, einmal im Helllicht. Und ich habe mir noch Kontaktlinsen reingemacht und die haben echt das Ganze nochmal so auf ein neues Level gehoben. Ich war da total happy mit. Und das war jetzt insgesamt das komplette Outfit in Gruselclown. Ich fand es eigentlich richtig, richtig cool. Ich war super, super zufrieden mit dem Kostüm. Es hat nicht so viel gebraucht, um es insgesamt gut aussehen zu lassen und habe mich auch irgendwie wohl darin gefühlt, weil es unkompliziert war. Ich musste nicht auf so viel achten. Also ich hatte jetzt beispielsweise nicht das Gesicht in der Farbe geschminkt, in weiß oder in grün oder was auch immer und hatte Angst, dass mir das überall reinschmiert. Also es war super angenehm und da ich ja zu Hause war, konnte ich die Kontaktlinsen auch rausnehmen, als sie irgendwann dann angefangen haben, so ein bisschen zu stören. So, es ist alles fertig geschmückt, das Essen steht bereit, die Getränke warten und ich warte jetzt nur noch auf unsere Gäste. Ich sehe auch fertig aus. Keine Ahnung, genieße jetzt einfach den Abend. Ich bin total gespannt, wie es wird. Und ich hoffe, ihr konntet vielleicht so ein bisschen Inspiration daraus ziehen oder sowas. Ich wollte ja nächstes Jahr auch eine Party feiern. Vielleicht seid ihr auch selber heute unterwegs, dann passt auf euch auf. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns nächste Woche wieder und dann mal wieder mit ganz normalen Alltagsgedöns. Bis dann, macht's gut, ciao!